wir sehen, dass der US-Präsident angekommen ist im Bundeskanzleramt. Angela Merkel steht auch schon bereit und erwartet ihn. Nun, Sie haben sich ja gestern Abend schon gesehen bei einem gut 3 Stunden dauernden Abendessen im Hotel Adlon, haben da schon sehr private Gespräche geführt miteinander. Da sehen Sie mal, wie dick die Tür ist von diesem Auto. Das sieht man ja sonst auch eher selten. Nun, Begrüßung, nochmal ein Winken an die Kolleginnen und Kollegen und dann geht es auch schon rein. Sonja Fuhrmann hat vorhin bei unserem ersten Schaltgespräch nach dem Glamour-Faktor dieses Besuchs hier gefragt und Sie sehen, ja, das war wieder eine der wenigen Kontakte, die Barack Obama hier hat, mit, in diesem Fall mit der Presse. Gut, man wird ihn nachher nach 17 Uhr, 17.15 Uhr natürlich noch mal sehen in der Pressekonferenz. Aber ansonsten kein Kontakt zur Bevölkerung, keine öffentlichen Termine, zumindest im Vorfeld nicht angekündigt, auch keine Rede. Es findet alles weitestgehend hinter verschlossenen Türen statt, nicht nur hinter diesen der gepanzerten Limousine, sondern dann eben auch im Bundeskanzleramt.